Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Eventkarte der 23er Karte in Supremacy 1914. Und seit der letzten Folge ist wirklich viel passiert. Wir haben jetzt auch angefangen, gegen Italien zu kämpfen. Frankreich ist komplett besiegt. Und Österreich-Ungarn ist jetzt auch komplett ausgelöscht. Wir haben sie komplett aufgegessen. Außerdem hat Rumänien uns ja, wie ihr seit dem letzten Video, glaube ich, wissen müsstet, hat Rumänien uns angegriffen. Sie haben nämlich in Afrika alles Mögliche erobert, außer diese Provinz. Ich weiß nicht, wieso sie da nicht einmarschieren. Ich kann euch das nicht sagen. Auf jeden Fall haben sie alles andere eingenommen, aber dafür im Gegenzug alle ihre Truppen hier abgezogen und dann hatten sie nichts mehr. Und dann habe ich mich mit Litauen kurz besprochen und haben sie gesagt, okay, wir machen das wie folgt. Wir greifen jetzt einfach Rumänien an. Und so sieht das dann auch aus. Litauen ist jetzt, glaube ich, mit Abstand das größte Land, weil sie haben jetzt hier so vier enge Provinzen und das, wenn das erstmal moralisiert ist, dann ist das schon ziemlich stark. Ich kann ja mal gucken, ich bin Platz 3. Und das Gute ist ja, Spanien wird bald mit uns zusammenspielen. Mit denen konnte ich jetzt eine Allianz gründen, beziehungsweise, naja, es steht fest, dass wir zusammenspielen werden. Und diesmal wird das auch so umgesetzt. Ich kann mir jetzt nicht irgendwie vorstellen, dass die verraten werden von uns beiden oder so. Es macht jetzt auch überhaupt keinen Sinn mehr, irgendjemanden zu verraten. Denn Russland, der kollabiert hier und da, die haben ja in ihren eigenen Kernprovinzen so, also wirklich richtig schlechte Moral. Und da werden wir einfach warten, bis sie vielleicht inaktiv werden oder sonst einfach sie angreifen, also aus der Sicht von Litauen. Und dann werden die eingenommen und Norwegen ist wirklich zu inaktiv, also das ist mir ein bisschen zu viel, wenn hier die ganze Zeit Einheiten rumstehen und teilweise in der Hauptstadt, wo die so viel produzieren, wenn das hier immer nur rumsteht und nicht an der Front hilft, dann ist das schon ziemlich inaktiv für mich. Und deswegen werde ich die wahrscheinlich demnächst angreifen und Litauen wird sich dann um Russland kümmern. Und dann haben wir hier wirklich den ganzen Norden, die Mitte, Spanien geht da noch von Afrika und dann müsste die Runde schon fast zu Ende sein. Ich kann ja mal gucken, mit wem die hier im Krieg sind, also der Kaukasus, weil, okay, Ukraine und Osmanisches Reich, wo ist das Osmanische Reich? Hier, okay, wahrscheinlich machen die hier irgendwie einen Last Stand und die Ukraine hat nur noch eine Provinz. Danach wäre es ja gut, wenn die gegen ihn kämpfen, also Russland, und dann könnte Litauen so ein bisschen was abstauben. Ja, aber sonst sieht das hier wirklich hervorragend aus, also es geht eigentlich gar nicht besser. Wir sind so riesig, haben so eine gute Produktion. Wenn man hier mal auf die Provinzverwaltung geht und auf Fabriken, haben wir echt viele Fabriken, wo was produziert wird. Und ich habe jetzt auch irgendwo, meine ich, ein Schlachtschiff gestartet. Ich weiß nicht ganz. Also mir fehlt das Geld wahrscheinlich noch, weil das Schlachtschiff, das würde da unten in Arabien und Afrika sehr gut funktionieren. Wir brauchen Geld. Das ist kein großes Problem. Ich guck mal, wo wir Geld herbekommen. Öl, ja, können wir nicht nachkaufen, das ist zu teuer. Aber wir haben ja auch eine gute Ölproduktion, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Leider ist der Preis für Holz gesunken und für Eisenerz ebenfalls. Deswegen vielleicht auf dem Getreidemarkt, ja, das ist ein sehr gutes Angebot. Verkaufen wir mal, wir können eigentlich echt viel verkaufen. Machen wir das mal, wir kriegen ungefähr 100.000. Und dann wird nämlich hier das Schlachtschiff gestartet. Und dann haben wir immer noch ziemlich viel Öl und damit bauen wir wahrscheinlich dann den Level 4 Fabriken, wenn es eine gibt, eine Arti noch oder vielleicht auch ein Panzer oder wir rüsten die auf. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Dann rüsten wir die hier einfach auf und bauen gleichzeitig eine weitere Arti. Und dann ist das hier auch ziemlich gut geklärt und insgesamt haben wir echt eine gute Armee. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie viel wir haben. Ich gucke mir das einmal zusammen an. Das sind 305 Infanterie, 19 Artillerie, 5 Panzerwägen und 3 kleine Kreuzer. Das ist ja echt stark für Tag 18. Und von dem her würde ich uns dann auch den Vorteil geben. Und ich würde jetzt, glaube ich, jetzt mal schon fest sagen, dass wir die Runde für uns entscheiden können. Das heißt, ich werde jetzt nicht hier, ich werde nur noch am Ende hier so den Megakrieg vielleicht noch verfilmen. Aber das Wichtigste, das Early Game, das habe ich ja einigermaßen aufnehmen können, aber da die Map halt auf 6-fach Speed ist, wenn ich da mal ja in der Nacht dann halt schlafe, dann ist am nächsten Morgen schon mehrere Tage vergangen und dann kann ich erst aufnehmen. Also konnte ich nicht so viele Folgen machen, aber ich glaube, die nächste Folge wird dann vielleicht auch schon das Late Game sein.
beziehungsweise wir sind ja schon im Late Game, ich meine damit halt den letzten Kampf oder halt wie wir dann Norwegen angreifen und dann kann ich da mehrere Cuts machen. Und so habe ich das dann auch geplant. Und dann würde ich in dem Sinne sagen, die Runde ist schon sehr für uns entschieden. Wir haben hier wirklich eine Übermacht, wir sind echt groß und dann auch noch vor allem mit Spanien, die dann ja auch noch kommen mit sehr vielen neuen Provinzen. Das wird hier alles sehr, sehr schnell sehr, sehr gut werden und dann werden wir die Runde auch sehr schnell für uns entscheiden können. Und wie ihr seht, rücken wir hier hervor. Also wirklich alles ziemlich leicht jetzt, nachdem wir die drei Länder gleichzeitig bekämpft haben und dann noch den Krieg gewonnen haben. Jetzt ist das alles ziemlich leichter. In der nächsten Folge werden wir dann mit Spanien verbündet sein, sehr wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.